Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Kommt her, Fröschlein, es sind so viele. Sieht man, sie sind überall. Hops, hops, hops. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Zurück. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin. Los, weiter. Riechst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. So hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen. Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Das ist seltsam. Was ist das? Das stinkt. Es kommt von da drüben.
Mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Oh nein, die Ratten! Bleib weg von ihnen! Amicia, sie sind überall, hunderte von ihnen! Das darf doch nicht wahr sein! Sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind übel. Kannst du mir helfen? In Ordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Kannst
Kannst du bitte mit Hand anlegen? Ja, gewiss. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind gut gelähmt. Gemacht, ihr beiden. Schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Ha? Da drüben geht's. Oh nein. Nicht kommen soll. Amicia! Amicia! Hey, was war das? Wer ist da? Doktor, ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Ratten. Wir sitzen fest. Hier. Kein Problem. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall. Folge dir.
Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Schieben wir! Nun denn! Eine Sense. Kämpfen Sie etwa damit? Komm und hilf mir! Ja, gewiss! Hilfst du mir beim Schieben? Unverzüglich! Räder stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Kommt mit. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Die Ratten fressen den doch sowieso. Ja, hast wohl recht. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Ach Mist! Da drüben, eine Fackel! Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Nicht zu fassen! Versuch's doch mal bei einem anderen. Wartet hier und psst! Gut, bis gleich! Ach, diese verfluchten Drecksviecher! Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Für die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Die Luft ist rein. In Ordnung. Kletter hoch. Na gut, kein Luchs. Ja.
mir Stöcke im Bauch. Sieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Ja, wir können hier nicht bleiben. Amicia, da drüben ist... Los, rein da, schnell. Amicia, er sitzt in der Falle. Wir müssen weiter. Das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben. Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia. Lasst mich nicht zurück. Ich flehe euch an. Bitte. Hugo, nicht hinsehen! Aber es war nicht vorher so. Hier entlang. Kommt! Ohne sie weiter, Amicia. Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Durchzukommen. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Denkst du, du kriegst das hin? Nun denn. Das musst du machen. Los, Hugo, genau so.
Kannst du das übernehmen? Ja. Können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Einer Kette festgemacht. Macht euch bereit, wir müssen im Licht bleiben. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Ja, Tote. Thank you.
Wartet hier, ich mach schnell. Nun denn. Gut, ihr könnt kommen. Ja, ja. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja. Wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Ich rühre mich nicht. Was war das für ein Geräusch? Bewegt euch. Na gut. Ich hätte schwören können. Bleibt hier. Gut, ich bleibe hier. Der Weg ist frei. Gehen wir. Ich komme. Zum zweiten Mal. Ich sehe lieber nach. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Wo kommt ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack! Es ist meine Schwester, Bastard! Jetzt lasst uns gehen! Ihr werdet uns auch nie wiedersehen, versprochen! Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Ja. Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen.